Hallo, mit diesem Video zeige ich, wie man einen YouTube-Film auf eine Videokassette kopiert. Was brauchen wir dazu? Einen Fernseher, einen Videorekorder und eine Möglichkeit, um YouTube-Videos anzuschauen. Zum Beispiel einen Amazon Fire Stick. Es geht auch jeder andere beliebige Cast-fähiges Stick-Möglichkeit. Ein HDMI-Adapter, der auf Composite umwandelt. Und dann lassen wir mal den Fire Stick booten. Nun ist der Fire Stick hochgebootet, sodass wir ihn verwenden können. So, als nächstes nehmen wir die Videokassette, legen die ein und drücken auf Aufnahme und geben ein Video über den Fire Stick wieder. Tja, wer dieses Video dann noch ganz sehen will, das habe ich im Kanal unten auch verlinkt. Wir spulen also jetzt die Videokassette zurück und beginnen mit der Wiedergabe der Videokassette. Wir haben schon hier, spulen die mal im Sichtbild zurück. Man kann also sehen, das läuft jetzt schnell zurück. So, und wir beginnen nochmal die Wiedergabe von der Videokassette. Antenne 99,2, Kabel 102,1. Redaktion Radio Neckar.
Genau, Standbild. So kann man ein YouTube-Video oder auch jedes beliebige andere Streaming-Video auf eine Videokassette aufnehmen. Natürlich in der Qualität, die zur damaligen Zeit, als es Videokassetten noch gab, die Qualität der Kassetten und des Videorekorders war. Also HD und 4K gibt's da nicht. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.